Jetzt reagiert das Bündnis. Schriftlich kündigt die NATO heute eine Truppenverstärkung in Osteuropa an. Kriegsschiffe und Kampfjets sollen in den Ostsee- und den Schwarzmeerraum verlegt werden. Das Ziel: Abschreckung und bessere Verteidigungsfähigkeit. Wir stehen als Bündnis solidarisch an der Seite der Ukraine. Und zugleich sind wir natürlich mit Blick auf unser eigenes Bündnisgebiet in einer gemeinsamen Solidarität und Allianz. Die NATO-Verstärkung in Osteuropa. Dänemark will Kampfjets nach Litauen und eine Fregatte in die Ostsee entsenden. Spanien stellt Schiffe für die Marine der NATO und womöglich Kampfjets für Bulgarien. Auch die Niederlande wollen Kampfjets nach Bulgarien senden und Schiffe und Soldaten für die Eingreiftruppe der NATO. Frankreich würde Soldaten nach Rumänien entsenden. Auch die USA erwägen eine stärkere Präsenz. Die EU-Außenminister berieten heute, wie sie weiter mit Russland umgehen wollen. Russland hat uns informiert, dass es 240 Kilometer vor unserer Küste ein Manöver abhalten wird. In internationalen Gewässern. Wir können es nicht verhindern. Aber wir haben deutlich gemacht, dass das nicht willkommen ist. Moskau hingegen erklärte heute, die Truppenverstärkung der NATO sei nicht willkommen. Dadurch würden die Spannungen rund um die Ukraine weiter verschärft.